Sie brauchen 946 Milliliter Rotwein. Zweieinhalb Esslöffel Fisch-Zitronensaft. Zehn Pfefferkörner. 4 ganzen Gewürznelken, 2 Lorbeerblatt und eine kleine geschälte gelbe Zwiebel. Setzen Sie das Rindfleisch zu die Marinade. Legen Sie die Marinade in den Kühlschrank. Vier Tage später. Zuerst trocknen Sie das Rindfleisch. Bestreuen Sie Salz und Pfeffer auf das Rindfleisch. Legen Sie das Mehl auf das Rindfleisch. So. Schmelzen Sie 2 Esslöffel Butter in einem Topf. 1, 2, ein bisschen Öl. Dann setzen Sie das Rindfleisch zu dem Topf. Und jetzt legen Sie das Rindfleisch auf einen Teller. Setzen Sie ein Esslöffel Butter zu dem Topf.
an, setzen Sie die Karotten, Zwiebeln und ein bisschen Marinade zu den Topf. Rühren Sie vor 5 Minuten. Setzen Sie das Rindfleisch zu den Topf. Setzen Sie 473 ml Marinade und Tomatenpaste zu den Topf. Legen Sie den Deckel auf den Topf. Legen Sie den Topf in den Ofen. Das ist gut. Gut. Setzen Sie die Marinade, Zucker, Sherry, Rotwein und Rosinen zu einem Topf. Nehmen Sie den Sauerbraten aus dem Ofen. Legen Sie den Sauerbraten auf einen Teller. Sie Kartoffeln. Zwei Kartoffeln an den Platz. Jetzt die Soße. Streichen Sie die Bratensoße auf den Sauerbraten. Sehr gut. Und die Kartoffeln. Ein bisschen. Schmeckt das gut? Ja? Nein. Deutsch bitte. Gut. Es ist gut, ja? Ja. Ja, es ist gut. Es ist sehr gut.